Wir möchten einmal in diesem Video unseren Eindruck kundgeben zu Detonic gegen Blasenschwäche und Inkontinenz. So bewirbt es zumindest der Hersteller. Es gibt von dem Hersteller auch noch eine weitere Variante, die zum Abnehmen geeignet sein soll. Wir sprechen aber über die erstere Variante bei Problemen beim Wasserlassen. Wir haben externe Bewertungen und Erfahrungen ausgewertet. Das Video spiegelt also nicht unsere eigene Meinung wider. Wir zeigen euch aber auch noch, wo ihr das Produkt, wenn ihr Interesse daran habt, es auszuprobieren, möglichst günstig herbekommt. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Ja, was verspricht hier der Hersteller? Das Ganze soll Beschwerden und Schmerzen im Bereich des Abdomens lindern und für Erleichterung sorgen beim Toilettenbesuch. Wir haben das Produkt genauer unter die Lupe genommen, online recherchiert, diverse Testberichte und Erfahrungsberichte ausgewertet. Die wichtigsten Infos findet ihr unterhalb des Videos in der Infobox nochmal. Dort findet ihr auch das aktuelle Angebot, sodass ihr da möglicherweise noch ein bisschen sparen könnt, wenn ihr da das Ganze mal ausprobieren möchtet. Schaut auf jeden Fall mal unten in die Infobox rein. Ja, was sagt das Ganze, was soll das Ganze bewirken? Ist es natürlich kein Medikament, sondern Nahrungsergänzungsmittel. Das sollte man sich auf jeden Fall, das sollte man auf jeden Fall im Kopf behalten, denn sicherlich ersetzt das Ganze keine durch den Arzt verordnete Therapie oder wichtige Medikamente. Das Ganze ist also begleitend gedacht und soll eine pflanzliche Ergänzung zur Nahrung darstellen, um eben auf den Haushalt an Nährstoffen zu kommen, die man braucht, um derartige Probleme im Blasenbereich eben in den Griff zu bekommen. Da gibt es die eine oder andere Studie auf Basis, also die derartige Pflanzenextrakte untersucht, auch auf Basis von Blasenschwäche und so weiter und so fort. Allerdings gibt es da keine 100% wissenschaftlich bestätigten Nachweise. Das sollte man wissen. Es gibt allerdings sehr interessante Ergebnisse, die durchaus Rückschlüsse auf eine gewisse Wirksamkeit geben. So ist das allerdings bei Nahrungsergänzungsmitteln eben sehr oft der Fall. Und Sicherheiten sollte man sich deswegen auf jeden Fall auch mit dem Arzt absprechen. Detonic verspricht eine effektive Hilfe gegen Blasenschwäche und gerade eben auch bei unfreiwilligem Wasserlassen. Die Heilpflanzen, die hier zum Einsatz kommen sollen, aufgrund ihrer Eigenschaften hier eben helfen können. Zum Beispiel hier sehr intensiv eingesetzt die Schachtelhalm-Tinktur. Diese wird traditionell in Europa seit Jahrhunderten verwendet. Also eine traditionelle Verwendung, die hier auch im Internet nachzulesen ist und tatsächlich interessante Eigenschaften mitbringt hier diese Pflanze auch gerade in diesem Bereich. Allerdings haben wir da jetzt, wie gesagt, keine 100% wissenschaftlichen Ergebnisse dazu gefunden. Das Makur-Extrakt, welches hier auch zum Einsatz kommt, soll bis zu 89% antimikrobielle Eigenschaften aufweisen und bis zu 92% der Wiederherstellung des Urogenitalsystems aufweisen, also vor Infektionen. Das Ganze, ist eben nur auf Basis von traditioneller Verwendung. Hier kommt ebenfalls Kürbiskernextrakt und Aloeblattextrakt zum Einsatz. Diese Produkte bzw. Pflanzen sind ja auch hinreichend bekannt dafür, dass sie sicherlich positive Auswirkungen haben. Allerdings sollte man bei Unsicherheiten sich mit dem Arzt absprechen bzw. wie erwähnt eben das Ganze nur als Ergänzung sehen und als zusätzliche Hilfe, wenn man das entsprechend anerkennt und das Ganze bereit ist auszuprobieren. Die Stimmen sind doch zu einem größeren Teil sehr positiv. Auch die Anwendung ist sehr einfach. Ja, 50 Gramm Pulver hat man da in so einer Packung und einfach dann ein Teelöffel 5 Gramm Pulver in einer halben Tasse, also 100 bis 200 Milliliter warmes Wasser hinzugeben, umrühren, bis es vollständig aufgelöst ist und dann kann man das Ganze einnehmen. Allerdings bei schwangeren oder stillenden Müttern nur nach ärztlicher Beratung laut Hersteller und die angegebene Dose sollte man auch nicht überschreiten. Also wenn man das ausprobieren möchte, kann man das tun. Schaut hierzu unterhalb des Videos in die Infobox für das aktuelle Top-Angebot. Und wir freuen uns über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Und bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.